Hallo zusammen, hier ist Amano. Wieder in Begleitung von Nashira. Hallo Nashira. Aloha. Letztes Mal haben wir an dieser Stelle euch verlassen. Mit unserem ersten Let's Play zu Cthulhu Saves the World. Steigen jetzt auch direkt hier wieder ein. Was ich euch zeigen möchte, sind kurz diese roten Fackeln. Und diese roten Fackeln sind Wegweiser durchs Spiel. Wenn ihr diese roten Fackeln passiert, dann wisst ihr, ich bin auf dem richtigen Weg. Und hier geht es jetzt zum Level-Ausgang. Und da wir ja die Truhe schon geplündert haben, an denen ich sowieso nicht vorbeigehen kann, gehen wir auch hier raus. Kann oder will? Beides, würde ich sagen. Da kann ich direkt nochmal einen kurzen... Oh, eine Truhe. Ich weiß, wo wir auf jeden Fall hingehen werden zuerst. Kurzer Exkurs. Ich bin da nun schon, wie ihr vielleicht bei meinen anderen Videos und Vorstellungsrunden gelesen habt, also nicht da raus, weil ich brauche die Truhe, doch ein Oldschool-Gamer. Zwei Goblins, zwei Riesenratten. Vor allen Dingen in der Art und Weise, dass ich seit Jahren spiele. Und früher war es auf jeden Fall so, dass... wir hatten immer nur einen Weg im Spiel. Open-World-Spiele und sowas gab es eigentlich in dem Sinne nicht. Eben gucken, wie ich skille. Ja. Also so richtige Open-World-Spiele, wie man sie heute kennt, Sandkästen, gab es eigentlich nicht. Und von daher bin ich es halt gewohnt, ein Spiel komplett zu haben, zu komplettieren. Das ist mir eben noch wichtig. Das ist mir auch in Fleisch und Blut quasi übergegangen. Und deswegen stressen mich zum Beispiel die heutigen Open-World-Spiele. Denn wenn ich durch die Open-World-Spiele gehe und ich muss mich entscheiden, gerade bei Spielen wie Gothic oder Ähnlichem, und ich weiß, wenn ich eine Entscheidung treffe, dass ich nicht zurück kann, dann löst das in mir total Stress aus. Weil ich dann befürchte, verdammt, ich sehe nicht alles vom Spiel. Ich sehe nur einen Teil vom Spiel, weil mir vielleicht eine komplette Questreihe verschlossen bleibt. Oder vielleicht verpasse ich das Hyper-Mega-Super-Item, was ich für meine Klasse brauche. Und ich hätte es nur bekommen, wenn ich die Questreihe bla gemacht hätte. Und deswegen habe ich mich auf jeden Fall immer mit Open-World-Spielen sehr schwer getan in der Vergangenheit. Und das ist auch der Grund, wieso ich hier bei Cthulhu Saves the World nicht an Kisten vorbeigehen kann. Weil ich mir denke, verdammte Scheiße, dann gehst du an der Kiste vorbei, lässt sie stehen und dann ist da vielleicht das Super-Mega-Item für Cthulhu drin. Oder für Umi. Und das kann ich nicht machen. Gut, deswegen. Aber das ist ja auch hier bei Cthulhu Saves the World eigentlich gar kein Problem. Du bist ja nicht gezwungen, direkt zum Levelausgang zu gehen, sondern du hast ja alle Zeit der Welt im Prinzip. Du kannst ja problemlos 5-mal durch diese ganzen Höhlen hier laufen und 10-mal am selben Felsen vorbeirennen. Das ist ja vollkommen dir überlassen. Genau. Also von daher, Stress ist da ja nicht wirklich da. Nee, aber das ist auf jeden Fall der kurze Exkurs zu dem, was Nashira gerade sagte, von wegen, kannst du nicht oder willst du nicht? Also so eine Mischung. Ich will nicht, weil ich auf jeden Fall sehen möchte, ob da nicht irgendwie ein super Item drin ist, was ich brauche. Aber ich kann auch irgendwie nicht, denn wenn ich dran vorbeigehe und es einfach sage, ach, es interessiert mich einfach nicht, dann passiert genau das, was sie gerade sagte, nämlich dann kriege ich Stress. Keine Ahnung. Bin halt ein Completionist, sozusagen. Was ist das am Horizont? Ich bin Elona Lina. Im Namen der Erde werden wir Missetaten sühnen und über das Böse triumphieren. Und das bedeutet über euch. Switchblade ist dein Name. Ich bin hier, um von den Kranken zu stehlen und es an die Gerechten zu geben. Und ich bin Dash, der Tapfere. Mein Mut wird nur durch mein gutes Aussehen herausgefordert. Wollen wir das mal zusammen sagen? Oh Gott, wir können es versuchen. Okay, auf 0. 3, 2, 1, 0. Wir sind die drei Helden der göttlichen Gerechtigkeit.
Dunkler Feind heißt das Wort. Dunkler Feind Cthulhu. Wir werden dich besiegen und das Licht zurück in die Welt bringen. Richtig. Richtig, genau. Okay. Du bist also ein dunkler Feind? Das hättest du mir vorher sagen müssen. Das ist so sexy. Ah, ich sehe, du hast deine böse Magie benutzt, um diese wunderschöne Jungfrau zu bezirzen. Lass sie wieder frei. Please. Wenn ich meine Magie benutzen würde, um irgendjemand zu bezaubern, dann hätte ich mir garantiert jemand Heißeres ausgesucht. Hey. Yo, Erzähler. Bekomme ich Heldenpunkte, um diese nervenden Helden zu besiegen? Nein. Naja. Ach, ich werde sie trotzdem besiegen. Tapferkeit triumphiert immer über das Böse. Wir werden sicher gewinnen. Dein Freund da drüben sieht nicht sehr tapfer aus, wie er sich so hinter seinem Umhang versteckt und so weiter und so fort. Ich habe eine Hauptkrankheit. Lass mich in Ruhe. Niedere Menschen. Selbst mit meinen Kräften, die mir weggenommen worden sind, habe ich immer noch mehr als genug Kraft, um mit euch fertig zu werden. Bereitet euch darauf vor, besiegt zu werden. Hui. Ein Kleriker, ein Held und ein Dieb. Den werden wir uns mal stellen. Dann wird es jetzt auch das erste Mal sein, wo ich mal wirklich ein paar Skills benutzen werde. Gehen wir erstmal den Kleriker in den Wahnsinn treiben. Und um ihn im Flächenschaden. Oh, sieht hier sexy aus. Das wollte ich euch nämlich zeigen, weil das ganze Spiel, wie schon ganz am Anfang an der Küste gesagt, basiert ja ziemlich darauf, Gegner in den Wahnsinn zu treiben. Schließlich sind wir ja Cthulhu. Und das Schöne ist, dass sie wirklich, wenn man die Gegner in den Wahnsinn getrieben hat, ein ganz anderes Sprite benutzt haben, wie ihr jetzt bei der Klerikerin links seht. Sie sieht schon ein wenig verrückt aus. So ein bisschen. So ein bisschen. Wir versuchen das beim Team auch nochmal. Umi macht einfach wieder Flächenschaden. Beim Dieb konnten wir uns kurz noch sehen. Ach, wisst ihr was? Den kann ich auch mit Todesschlag gleich wegmachen. So. Yay! Weg sind sie. Oh, Level Up. Was nehmen wir denn hier? Feuerball, Flammenschlag. 60, 99, Fire Fist, Flame Strike. Cthulhu 1, nervige Helden 0. Ich hoffe, dass es ihnen gut geht. Das sind Abenteurer. Da würde ich mir keine Sorgen drum machen. Die sind bestimmt bei der nächstgelegenen Kirche bereits wieder gespawnt. Ich frage mich, ob wir sie irgendwann wieder treffen werden. Wahrscheinlich. Wie auch immer. Auf geht's zur nächsten Heldentat! Sind das eigentlich Leitern oder sollen das Brücken sein? Frage ich mich. Es ist eine gute Frage. Ich nehme an, es sind Brücken. Man weiß es nicht. Nee, wahrscheinlich sind es Leitern. Gerade eben sah es eigentlich auch mehr aus wie Leitern, würde ich sagen. Aber ja, ne? In der Höhle würde ich eher auf Brücken. Hier sind es Brücken. Also ganz klar, weil hier kann man ja auch drunter hergehen. Ja. Oh, unter Brücken ist gut. Ja. Ja. Du bist mal ein Grubi. Komm, wollen wir nicht. Also. Ja, ist. Ja. Es funktioniert. Geh weiter. Geh weiter. Es funktioniert nicht. Seepferdchen. Und schon wieder ein komisches Uzumaki. Das wollen wir auch gleich mal noch komischer werden lassen. Das bringe ich jetzt für immer mit Sushi in Verbindung. Das mag ich nicht, nein. Es steht doch extra dabei. Schmeckt hervorragend mit Salz. Das lassen wir mal kommentarlos stehen. Mit dem Salz und so. Salz und Schnecken. Hast du das als kleines Kind gemacht? Nein, ganz sicher nicht. Und da musst du nicht mal drüber nachdenken. Also ganz sicher nicht. Sehr vorbildlich. Also Tiere quälen ist ja wohl das absolut Beschissenste, was es gibt. Das ist richtig. Also würde ich auch, ich glaube, würde ich, ganz egal, wie alt das Kind ist, ob das jetzt irgendwie 8 ist oder 14, würde ich irgendjemanden sehen, der Tiere quält oder wenn es eine Schnecke ist, ich glaube, ich würde dem so dermaßen eine schallern. Ohne Witz. Also, geht gar nicht. Tiere quälen geht gar nicht.
Ja, Insane Strike lohnt sich nicht. Da spricht tatsächlich der echte Held aus hier. Ja, okay. Vielleicht reicht das jetzt, um meine Kräfte zurückzuerlangen. Nee, aber ernsthaft. Also, bei aller Liebe geht gar nicht. Und wenn dann noch irgendjemand so sagt, oh ja, ich habe ein Tier gequält, ich bin voll toll und voll cool. Ja, dann reißt dir deinen Kopf ab und scheißt dir den Hals und zeigt dir, wie cool du bist. Ernsthaft, geht gar nicht. So, wo waren wir? Riesenratten und Krabben. Riesenratten, die aussehen wie eine Mischung aus... Ich weiß es gar nicht. Nacktmullen, Maulwürfen. Ja. Pitbulls. Nein, keine Pitbulls, aber... Okay. Ja, egal. Ja. Wir alle sind nur nicht Ratten. Wir haben das ganze Dungeon erkundigt und schleichen uns durch die... Oh! Ein Maulfisch! Ein Maulfisch? Ein Maulfisch. Und ich zeig dir auch... Bist du da? Die Beschreibung? Glücklicher Mundfisch hätte nicht wirklich so... geklungen wie Maulfisch. Deswegen Maulfisch. Und vielleicht ein Schaden. Das hat dann für die Schnecken gereicht. Oh. Ja, der neue Sprite. Das ist ja halt wahnsinnig. Wie viel Leben hat er denn noch? 61. Dann nehmen wir doch mal hier unseren Finisher. Tada! Oh, Level 7. Umi, was machst du? Increases Ailment Success Rate. Nahkampf. Ja. Doch, Nahkampf. Aber das mit dem Aufleveln geht tatsächlich sehr, sehr schnell, finde ich. Ja, am Anfang. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wir hier, weil wir auf einfach spielen, mehr Erfahrungspunkte kriegen. Ich meine, dass wir auf normal ein wenig langsamer gelevelt haben. Aber ich kann mich auch komplett täuschen, weil es ein paar Tage her ist, als wir es gespielt haben. Auf normal zumindest. Oh, ein Schwert! Ja, aber selbst auf normal ging es trotz allem. Ziemlich fix, würde ich sagen. Ja, aber ziemlich wahrscheinlich. Kein Plan. Wahrscheinlich wird sich das nachher ändern. Kann ja nicht die ganze Zeit so weitergehen. Also, eigentlich nicht. Ist das eigentlich okay, wenn ich hier so schnell durchlaufe oder soll ich nur ein bisschen langsamer laufen? Bestimmt. Bestimmt. Ja? Ich meine. Gut, diese Höhlen sind jetzt nicht so. Unglaublich. Oh, Delfine. Delfine. Oh. Können wir die wahnsinnig machen? Ja. Ja. Haha. Das sieht nicht so schön aus. Nein, nein, das sieht wirklich gar nicht schön aus. So. Ich finde, es sieht ganz lustig aus. Nein. Nein, 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 nein. Wenn ihr euch wundert, was ich hier die ganze Zeit so klicke, nicht vergessen, wir spielen auf einfach. Und wenn ich halt nur noch einen Gegner da habe und ich sehe, dass der mir nicht so viel Schaden macht oder mich nicht aus dem Latschen haut, dann klicke ich einfach wild durch, mache halt meine beiden Standardangriffe mit Gesug und Umi, weil ich halt weiß, dass es reicht und dass er dann stirbt, weil ich ihn vorher schon ausreichend angekratzt habe. Zum Beispiel jetzt hier bei dem Delfin. Das mal ganz kurz zeigen. Der hat nur 2 Leben und die beiden Schnecken jeweils 6. Da mein Standardangriff von Cthulhu 40 macht und selbst von Umi der Standardangriff 31 macht, brauche ich halt einfach nur klicken. Ja, jetzt natürlich erst recht, nur wie gesagt, 2 Leben. Ne? Deswegen klick, 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 klick. Wundert euch also nicht, dass das so schnell geht. Apropos schnell gehen, Level up. Achso, ja, genau. Da war ja was. Ja, aber das bremst sich nachher alles wieder ein. Das ist schon okay. Mhm. Aber du hast schon recht. Gerade der Gewinn von Fertigkeiten geht hierdurch sehr, sehr schnell vorwärts. Ich finde es noch okay. Man hat auf jeden Fall die Möglichkeit, seine Fertigkeiten auch in der Tat kennenzulernen, bevor man sie überhaupt bekommt. Während unserer Abenteurer die lange Brücke nach Miskatonia überqueren. Schau, da im Ozean. Ein seltsames Wesen springt aus dem Ozean und wirft sich Cthulhu und Umi entgegen. Bam, bam, bam. Sieht aus wie der Sternterror.
Wie ein Sternterror. So einen habe ich nicht mehr gesehen seit meinen Tagen auf Riegel 44. Es ist Zeit, sich zu beweisen, Grubi. Und was ist mit all den Kämpfen, die wir bis zu dem jetzigen Punkt schon miteinander gekämpft haben? Ja, Kindergarten. Jetzt zeig mir, was du wirklich drauf hast. Oha. Ein Boss. So, erstmal wahnsinnig machen. 712 Leben ist natürlich was ganz anderes als die höchsten 60, die wir bis jetzt hatten. Mhm. Ich versuche ihn mal erblinden zu lassen. So sieht er nun wahnsinnig aus. Und ja, er ist blind. Das ist sehr gut. Was hat er jetzt gemacht? Er heilt sich. Jetzt ist er nicht mehr blind und auch nicht mehr wahnsinnig. Okay. Das war so nicht geplant, würde ich sagen. Mal genau dasselbe. Warum ich ihn erblinden lassen will? Ich musste kurz lesen. Warum ich ihn erblinden lassen will, weil er im Nahkampf dann doch recht oft vorbeischlägt. So, wie viel Leben hat er noch? Reicht nicht. Dann kommt eine Flame Strike. Und hier. Normaler Angriff. So, jetzt müsste das Blow noch reichen. 183 Schaden, 157. Ja. Weg ist er. Nicht schlecht. Sieht so aus, als ob du nicht so sinnlos bist, wie ich angenommen habe. Yay, ich bin nicht nutzlos. Moment, warte mal eine Sekunde. Ich fühle mich schlecht für den Sternterror. Das hat mich an meinen Haustier-Seestern erinnert. Weißt du, wenn's statt einem süßen kleinen Freund ein riesiges, angsterflößendes Monster wäre. Rede keinen Scheiß an, Umi. Wenn dieser Sternterror auch nur irgendeine Möglichkeit gehabt hätte, hätte er dich und jeden, der dir wichtig ist, direkt gefressen. Naja, natürlich, ich bin ja nicht blöd. Aber er tut mir trotzdem leid. Apropos Haustierseestern. Okay. Wir sollten in der nahegelegenen Stadt Miskatonia auf jeden Fall nach Nachschub und nach Informationen über deine nächsten möglichen heroischen Aufgaben suchen. Ist dir heute ein Englisch entfallen? Ein wenig, ja. Rashira, was ist los? Eine gute Frage. Ich bin vermutlich immer noch so fasziniert und hingerissen von, du weißt schon, dem großen Cthulhu, Big dem großen Green Hunk of Handsomeness? Richtig, dem Big Green Hunk of Handsomeness. Willkommen in Miskatonia. Wir können in die Häuser reingehen, das ist toll. Hey, Mister! Was ist mit deinem Gesicht los? Das ist total schleimig. Damit ich dir besser Angst einflößen kann, einjagen kann, mein Lieber. Nein! Ich habe überhaupt keine Angst. Verdammt! Verflucht sei dieser Fluch. Das muss jetzt ganz schön an deinem Selbstwert gekratzt haben. Hat es. Aber wahrscheinlich, weil aus meinen Augen noch kein Feuer sprüht, deswegen. Vermutlich. Shane, komm zurück. Sollte er sein lassen, oder? Shane, komm zurück. Was ist los? Ich habe diese Höhle im Nordwesten zusammen mit meinem Hund Shane erkundet, als wir plötzlich von Monstern angegriffen wurden. Ich bin so schnell es ging zurückgelaufen und konnte entkommen, aber Shane ist immer noch dort gefangen. Cthulhu, lass uns gehen und diesen Hund finden. Ich denke mal, irgendjemand retten ist schon so eine Sache, die ein Held macht. Auch wenn es nur ein Hund ist. Quest bekommen. Findet Shane den Hund. Hooray! Ich
stellt sicher, dass ihr jede neue Ausrüstung, die ihr kauft, auch ausrüstet. Hier beim Schmied von Miskatonia. Und können direkt mal verkaufen, was wir noch nicht so tragen. Und mal schauen, ob wir auch genug Gold haben. 640, um was Neues zu kaufen. So, was habe ich eigentlich gerade an? Iron Sword. 40, 10, 20. Das wäre selber. 60, 20, 30. Ja. Ach, Mumis 13 kostet 130. Wenn wir den mal kaufen, oder? Ja. So, was haben wir hier noch an? Rüstung. Zehn. Ja, komm. Kriegst du mal ein süßes, schickes Kleid. So. Oh, ich freue mich. Ausrüsten. Hatte ich ihm eigentlich eine Waffe gekauft? Nein, ich hatte Rüstung gekauft. Nein, ich hatte alles nur für Uwe gekauft. Bist du es eigentlich wert? Na, hallo, aber natürlich. Das war nur mal eine Frage. Doch. Pass mal auf hier, ne? Dann verkaufen wir deinen Rest wieder. Ha, ich habe dein Kleid verkauft. Leider sieht man es hier nicht an. Dafür habe ich jetzt ein süßes Kleid an. Ja, total. Jaha. Man sieht's. Oma? Ich liebe diese Stadt. Mir sagt die Oma nicht. Was haben wir da unten? Kinder. Können wir die erschrecken? Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich viel mehr. Nein, ich liebe dich mehr. Ah, wahre Liebe. Ist das nicht wundervoll? Wahre Liebe? Bleh. Wie alt sind diese Kinder? 5? Du miese Peter. Du weißt schon, wie das Leben funktioniert. Du willst ein Held sein? Geh zum Schrein der Helden im Osten. Wenn du da die Tests alle bestehst und die höchste Ebene erreichst, dann wird dir dein Wunsch erfüllt werden. Okay, Kleinigkeit. Da ist irgendein verrückter alter Mann in der Nähe des Ausgangs der Stadt, der einfach die ganze Zeit nur irgendwelche Scheiße wiederholt. Ich habe gehört, er ist ein Anhänger irgendeines bösen Kultes, der einen uralten, falschen Gott anbetet. Oh! Gut zu sehen, dass ich immer noch jünger habe. Habt ihr von diesem schrecklichen Monster gehört, das kommt, um uns zu töten? Das heißt Kathila oder irgendwie Kithi oder so. Es soll riesengroß wie ein Berg sein, mit widerlicher grüner Haut. Es gibt 1 Million Gold Kopfgeld für denjenigen, wer auch immer es schafft, diese schreckliche Kreatur zu besiegen und zu töten. Was? Nur 1 Million? Ey, ich bin ja wohl sicher eine ganze Gazillion Gold wert. Willkommen in meinem Café. Das ist der perfekte Platz für Helden, um sich auszuruhen. Weißt du, neulich haben Dash, Elona Lina und Switchblade uns mit Geschichten von ihren heroischen Taten erfreut. Na, das war doch wohl bevor wir sie vermöbelt haben. Höchstwahrscheinlich. Was ist denn das? Die Studenten der Miskatonischen Universität sind dieses Jahr wirklich süß, meinst du nicht? Enthusiasmus. Naja. Willkommen an der Universität von Miskatonia. Unsere Türen sind immer offen für alle, die Wissen suchen. Dann schauen wir doch mal. Suchen nicht Wissen, ich suche Macht, aber vielleicht ist es ja hier auch versteckt. Ist ja dasselbe. Brauchen wir nicht. Okay, hier gibt es jetzt noch mal ein paar Ticks. Ticks. Nein, es gibt ein paar Ticks. Tipps, wie man kämpft. Stärke, Nahkampfangriff, Magie, Schaden, Zaubersprüche. Geschicklichkeit, sowas wie Initiative, bestimmt halt, wer als erstes angreift im Kampf. Vitalität, das sind die Verteidigungswerte. Und das war's dann auch. Also wie gesagt, hier in die Universität kann man rein, um nochmal einfach sich ein paar Informationen zu holen, wie das Spiel wirklich funktioniert. Das war auch gerade nicht ganz unwichtig.
Je schneller man den Kampf besiegt, hatte ich auch gesagt, desto einfacher quasi, weil ja die Gegner nicht so stark sind. Was ist das? Ein Hund? Cthulhu, der Hund? Uff! dieser Hund hat denselben Namen wie Cthulhu. Wie komisch. Finde ich auch. Was habe ich gerade gesagt? Ach ja. Aber wenn man die Kämpfe dann auch... Es ist nicht nur so... Wo war ich denn? Ach ja, Kämpfe schnell besiegen. Nicht nur einfacher, weil die Monster nicht so stark sind, sondern je schneller man die Kämpfe besiegt, desto mehr Mana-Punkte kriegt man auch wieder. Ich finde dieses hier Stückchen Stückchen eigentlich ganz nett. Richtig. Ich schlafe nicht mehr. Aber nur noch da oben noch nicht. Oh, da ist das in die Kaststätte. Ein bisschen mit, bla bla bla. Wollte ich gerade sagen, mit ganz vielen Menschen für Smalltalk. Gut, hier kann man speichern. Naja, so viele Menschen sind es auch nicht, zwei sind. Stimmt, ja. Ja, ja, für mich ist das viel. Für dich sind zwei Leute schon viel. Ja. Okay. Siehst du das immer mehr? Hm? Naja. Was ist eine Kiste? Das machen wir doch nochmal, das ist ganz witzig. Da kannst du noch ein bisschen schreien. Ah! Los, raus aus meinem Zimmer, du widerliches Monster! Ja, ich hab's immer noch drauf. Da freut er sich. Ja, da freut er sich, denke du. Dass ein armes Mädchen erschrocken hat. Ja, das ist die Aufgabe von Kuddeldu. So, wir haben jetzt hier die Stadt durch. Und wo ging es raus? Ah, da ging es raus. Hä? Moment. Doch, ja. So. Bevor wir jetzt dann in die Wildnis hinausstapfen, um den Hund zu suchen. Wie hieß er nochmal? Shane. Shane, den Hund zu suchen. Machen wir hier einen Cut. Und im nächsten Let's Play in Teil 3 beginnen wir uns dann auf die Suche nach Shane. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an dich, Nashiran. Immer wieder gerne. Und wir sehen uns im Spiel. Bis zum nächsten Mal.